Ein Spitzenspiel zwischen Leipzig und dem VfL Wolfsburg am letzten Spieltag. Der VBL Club Championship auf der PlayStation. Jihan gegen Salzburg. Die Leipziger haben auch noch Chancen auf eine Top-6-Platzierung, brauchen aber sehr viel Schützenhilfe. Die Wolfsburger in den weißen Trikots haben da eine viel bessere Ausgangslage und auch die erste Chance in dieser Partie nach 60 Minuten. Beide begannen recht zögerlich, wollten keine Fehler machen. Bei der anschließenden Ecke passierte aber der erste Fehler. Jihan rutscht zu spät raus auf den Ballführenden und Daniel Ginczek kann sich im Strafraum drehen. 1:0 für den VfL Wolfsburg. Da hat Jihan ein bisschen gepennt nach der kurz ausgeführten Ecke und dann eben das 1:0 durch Salzor. Jihan in der Folge dann offensiver werdend und offensiver agierend. Aber Salzor fing jeden Ball ab und schaltete richtig schnell um. Super, schnelles, direktes Passspiel bis hin zur Spitze. Und dann der zweite Streich in dieser Partie. Der Schweizer Memedi mit dem 2:0, der Deckel drauf in diesem Spiel auf der PlayStation. Hier sehen wir es noch einmal. Jihan konnte dem nichts entgegensetzen. Salzo hatte die Partie im Griff und ist der verdiente Sieger. Auf der Xbox dann Alex Czapi gegen Bene CR7. Die Wolfsburger auch hier in den weißen Trikots. Und kurz vor der Halbzeitpause mit der Führung. Czapi hinten ein bisschen unsortiert, aber auch super gemacht von Bene CR7. Zur Freude aller Wolfsburger. João Victor am Ende der Torschütze. Infolgedessen hatte man das Gefühl, dass die Wolfsburger den Leipzigern den Zahn gezogen haben. Auch hier mit ein bisschen Glück tut Zahnziehen, aber ordentlich weh. Und auch so ein zweiter Gegentreffer in der Schlussphase sowieso. Und so wie auf der PlayStation macht auch hier Memedi das 2:0 perfekt. Damit 6 Punkte schon eingetütet. Für die Wolfsburger ein großer Schritt. Für die Leipziger natürlich dadurch die Partie gelaufen, die Messe gelesen. Aber sie wollten sich noch gebührend verabschieden. Stattdessen sahen sie mal wieder eine Wolfsburger Führung im Doppel. João Victor mit dem 1:0 in der 38. Minute. Und der Frust bei den Leipzigern wuchs an. Beispielgefällig Jihan. Mit der Grätsche, rote Karte für Timo Werner. Dann auch noch in Unterzahl. Und die Wolfsburger auf der anderen Seite konnten ganz befreit ausspielen hier. Super Passspiel auch im Strafraum. Und dann ist es auch hier ein 2:0 Erfolg. 3x2:0 macht 9er Bombe unterm Strich. Und damit Platz 5 am Ende der Saison in den Top 6 beim Grand Final mit dabei. Die Leipziger enttäuscht in diesem Spiel und in der Saison nur Platz 13.